aber ich habe ihm das nicht angegeben. Und er sagt, okay, ich gekommen. Hast du einen Rätsel? Ja, ja. Damals ist es weil er ja, aber ich kann die eben schon gleich im Namen unseres Präsidenten Dr. Albert Dormann, des Vizepräsidenten Père Albert Lonchot heiße ich Sie, sehr geehrter Abt Urban Federer, sehr geehrter Weihbischof Peter Henrici, geistliche Herren, Ordensleute und Sie alle, liebe Freunde der Kirche in Not, herzlichst willkommen. Es ist Abstimmungssonntag und darum ein besonderer Gruß an die hier anwesenden Politikerinnen und Politiker. Hier bei unserer lieben Frau zu einsiedeln, freuen wir uns auf unseren Ehrengast. Er wurde 1956 in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Sein Vater führte eine Schmiede und er ist das älteste von 5 Kindern. Er studierte in Freiburg und an der Gregoriana in Rom. Die Ausbildung verdiente er sich als Postbote, wir Schweizer sagen Pöstler. 1984 empfing er die Priesterweihe und wurde bald an die Glaubenskongregation berufen und übernahm einen Lehrstuhl für kanonisches Recht an der Universität Santa Croce. Im Jahr 2000 amtete er als Kaplan von seiner Heiligkeit Papst Johannes Paulus II. Und 2005 wurde er im Petersdom zum Bischof geweiht. Er trägt den Titel Ehrenprälat seiner Heiligkeit und ist der Mann an der Seite der Päpste. Es ist uns eine ganz besondere Ehre, Sie hier im Herzen der katholischen Schweiz zu begrüßen. Willkommen, Erzbischof Georg Genswein. Exzellenz, Sie dienen beiden Päpsten, dem Emeritus als Privatsekretär und Papst Franziskus als Präfekt des päpstlichen Hauses. Und Sie sind somit für alle Audienzen des Papstes mit den unterschiedlichsten Menschen aus aller Welt verantwortlich. Sie haben einen 70-80-Stunden-Tag. Wenn Sie nicht gerade mit Präsident Obama sprechen, die Queen begrüßen, oder den Papst auf einer Auslandreise begleiten, spenden Sie die Sakramente und führen ein tiefes Gebetsleben. Das habe ich gemerkt, denn Sie sind Priester durch und durch. Das Einzige, das wir an Ihnen auszusetzen haben, ist, dass Sie in Riedern am Wald in Baden-Württemberg, also auf der falschen Seite des Rheins, zur Welt kamen. Zwölf Kilometer südlicher und Sie wären ein Aargauer oder ein Schaffhauser. Exzellenz, Sie repräsentieren wie kaum ein anderer die Nähe zum Heiligen Vater. Und das verbindet Sie mit unserem Gründer, Pater Wernfried van Straten, und dem ganzen päpstlichen Werk Kirche in Not, im Dienst an den verfolgten Christinnen und Christen in 150 Ländern. Als Zeichen dieser Verbundenheit begrüßen wir jetzt den zweiten Referenten. Er studierte Rechtswissenschaften in Berlin und Genf. Er stand wichtigen internationalen Organisationen vor. Seit 2011 ist er exekutiver Präsident der weltweiten Kirche in Not und ist somit verantwortlich für 19 Nationalsektionen, von Australien bis Chile, von Südkorea über Malta bis nach Kanada.
Er ist leidenschaftlicher Jäger, verheiratet und Vater von 6 Kindern, davon 2 Ordensleute. Willkommen, Freiherr Johannes von Heeremann. Zum Ablauf. Nun hält Johannes von Heeremann einen Impuls über den Auftrag der Kirche in Not weltweit. Danach folgt das Referat von Erzbischof Genswein zum brisanten Thema Wehret den Anfängen, Christen in Europa in Bedrängnis. Und schließlich wird unsere Informationsbeauftragte Lucia Vicky Rentsch Herrn Erzbischof Fragen stellen. Wir sind gespannt. Vielen Dank. Johannes, bitte.